Kapitel 29. Der Tag des Falls. Maiv inspizierte die gewaltigen Mauern des Schwarzen Tempels. Die Festung ragte über ihn auf und strahlte schreckliche Widerstandsfähigkeit aus. Riesige Steindornen ragten aus den Mauern wie Klingen, die in den Himmel stießen. Akama betrachtete das Gebäude, wie ein Verdurstender in der Wüste vielleicht einen Springbrunnen mit funkelndem Wasser betrachten mochte. Hoffnung und Verzweiflung rangen in seinem Blick miteinander. Er ignorierte die Bilder und Geräusche der Schlacht in der Nähe vollkommen. Er hatte nur Augen für den heiligen Ort selbst. Maiv konnte den Krieg, der überall um sie herum tobte, nicht ignorieren. Schon jetzt hatten die vereinten Streitkräfte der Aldoran sehr sehr den Angriff begonnen, der Akamas Versuch, den Schwarzen Tempel zu infiltrieren, decken würde. Verbitterung fraß an ihrem Herzen, als der Naro-Siri-Schutzzauber um sie, Akama und seine neuen Verbündeten aus Essoroth wob. Die Shatar hatten nicht zugestimmt, ihr zu helfen, als sie Illidan verfolgt hatte. Die Dinge hätten sich auf der Hand Guldans vielleicht anders entwickelt, wie sie es getan hätten. Ihre Gefährten wären jetzt vielleicht noch am Leben. Maiv betrachtete die azerothanischen Abenteurer. Sie spürte ihre Macht und ihre Nervosität. Sie hatten Akama insgeheim wochenlang unterstützt und als seine Agenten agiert, um Missionen zu erfüllen, die er nicht selbst erfüllen konnte. Jetzt bereiteten sie sich darauf vor, Illidan selbst anzugreifen. Die Aussicht darauf, den Schwarzen Tempel zu infiltrieren, erregte und ängstigte sie. Auch Maiv konnte es kaum erwarten, dass der Naro mit dem Weben seines Zaubers fertig wurde. Die Stunde ihrer Rache war beinahe da. Diesmal würde der Verräter ihnen nicht entkommen. Sie spürte die schreckliche Präsenz von Dämonen in der Nähe. Ihr Schwefelduft erfüllte die Luft, zusammen mit dem Gestank von brennendem Fleisch und zerrissenen Eingeweiden. Etwas daran berührte sie bis ins Mark. Dies war der Geruch einer Schlacht, in der es sich zu kämpfen lohnte, eines Krieges um des Schicksals der Welten. Sie beschirmte ihre Augen und beobachtete eine Kompanie Aldor, die auf ihren Weg in den Kampf mit einer Truppe Dämonen mit Fledermausflügeln an der glänzenden Gestalt eines Naro vorbeigingen. Zauber flammten durch die Luft, magische Waffen trafen ihr Ziel. Die Illidari wurden zurückgeschlagen, Zuschauer auf den Mauern des Schwarzen Tempels johlten. Über ihnen kreisten riesige Netherdrachen. Eins ihrer Geschwader brauste heran und stieß wolkenvernichtende Arkana-Magie aus. Maiv stand auf dem freien Feld und forderte sie heraus, sie anzugreifen. In ihrer Rüstung war sie beinahe unverwundbar. Sie spürte, wie die Macht des Naru das Netz um sie herum vollendete und die Luft zum Schimmern brachte. Die Erde erzitterte, als eine weitere Welle von Meteoriten krachend ihr Ziel fand und ein weiterer Schwung hellen Bestien aus den Kratern kletterte, die sie geschlagen hatten. Staubteufel erhoben sich über dem Schauplatz der Schlacht. Eine Truppe Berittener stürmte vorbei, um sich ins Getümmel zu stürzen. Akama deutete auf sie. Die Zeit ist gekommen, Maiv. Entfessel deinen Zorn! Maiv lächelte, als sie vorwärts raste. Hinter ihr folgten Akama und seiner azerothanischen Verbündeten und ein starker Trupp von Aldor und Sehan. Vor sich sah sie die siedende Masse von Dämonen, die die Schlachtfelder vor den Mauern des Tempels füllten. Satyre, Teufelswachen und Schlimmeres stürmten ihr entgegen. Voll Jubel rief sie: Ich habe Jahre auf diesen Moment gewartet. Illidan und seine Schoßhunde werden vernichtet werden. Vor ihnen tauchten geflügelte Schreckenslords aus dem Dunkeln des Geflechts auf. Sie ragten über ihr auf, voll verdorbener Macht. Sie zielte mit ihrer Schattensichel auf den Nächsten und zerfetzte sein Fleisch, hackte ihm einen Teil eines Flügels und dann ein Bein ab. Der Dämon krachte zu Boden. Und sie sprang auf seinen Rücken und rammte ihm ihre Klinge so tief durch sein Rückgrat, dass die Spitze sich in die Erde grub. Während das Leben des Dämons erlosch, zog sie ihre Waffe wieder heraus, blinzelte sich hinter einem weiteren und rief Elun an, damit sie ihr half, die Kreatur zu vernichten. Die Luft knisterte mit magischer Energie, als Akama und seine anderen Verbündeten eine Sturzflut von Zaubern entfesselten. Die Schreckenslords und ihre geringeren Dämonen fielen in dem wilden Ansturm, aber immer mehr stürzten ins Getümmel. Teufelsmagie pulsierte in der Luft, als sich in der Nähe ein Portal öffnete. Ein riesiger Netrasym tauchte daraus auf. Sie erkannte seine massige, dunkelrote Gestalt. Es war Vagard, einer der übelsten der Wärter, die Illidan zu ihrer Bewachung abgestellt hatte. Sie erinnerte sich an all seine Versprechen, sie zu foltern. Irgendwie war es dem Gemetzel in ihrem Gefängnis entkommen.
Sie würde dafür sorgen, dass er diesmal nicht davonkam. Akama brüllte: Erschlage alle, die uns sehen! Die Kunde darf nicht zu Elidan dringen! Maiv machte einen Satz nach vorn und griff den Yttrasim an. Sie tauschten Hiebe aus. Vagas war stark, aber Maiv war stärker. Sie rammte ihm ihre Klinge durch die schwere Rüstung, die die Brust des Schreckenslords bedeckte. Bereite dich auf dein Ende vor, Dämon! Vagat schaute ungläubig nach unten. Akama humpelte zu Maiv hinüber. Vagat richtete den Blick auf den Anführer der Aschenzungen. Mit seinem letzten Atemzug sagte er: Du hast dein Schicksal besiegelt, Akama. Der Meister wird von deinem Verrat erfahren. Akama schüttelte den Kopf. Akama hat keinen Meister. Nicht mehr. Als ihm die Worte über die Lippen kamen, pulsierte das Portal einmal mehr. Eine Flut von Dämonen stürzte vorwärts. Ihr Anblick erfüllte Maiv mit einem schrecklichen Zorn. Sie warf sich zwischen sie, schlug nach links und rechts und spaltete sie wie der Kiel eines Schiffes, der durch die Wellen eines blutigen Meeres glitt. Der Feind schloss sich um sie und trachtete danach, sie in seine Mitte zu ziehen. Teufelsstahlechse prallten von ihrer Rüstung ab. Dämonische Klauen bohrten sich in ihre Brustpanzer. Sie entfesselte den vollen Zorn ihrer Klinge, wohl wissend, dass sie das Portal, durch das die Dämonen strömte, schließen musste. Sonst würde ihre Mission scheitern, bevor sie begonnen hatte. Sie glaubte, Akama hinter sich den Befehl geben zu hören, in den schwarzen Tempel einzudringen. Es schien, dass sie das Portal alleine würde schließen müssen. Wandel blickte von seinem Platz hinter den Mauern des schwarzen Tempels durch die Schießscharten. Er trank einen Schluck von dem Ethamid, den er den feiernden Blutelfen auf der großen Promenade abgenommen hatte. Das Getränk kribbelte angenehm auf seiner Zunge. Eine weitere gewaltige Schlacht war draußen vor den Toren ausgebrochen. Wandel schaute hinab und sah, wie eine Truppe von Sehern und Aldor sich in den Kampf mit den Wachdämonen stürzte. Gewaltige Staubwolken erhoben sich und erschwerten die Sicht auf das Geschehen. Wandel erhaschte durch den Staub einzelne Blicke auf die Schlacht. Ein Blutelfenkrieger fiel unter den Händen eines Satyrns. Ein Aldor-Priester erledigte eine Teufelswache mit der blendenden Macht des Lichtes. Es war seltsam berauschend, den Kampf zu beobachten, als habe er einen Logenplatz für das Ende der Welt. Er sah, dass die Diener des Naro eine Gruppe von Zerschlagenen zu helfen schienen. Und konnte das sein? War das Akama? Gerüchten zufolge war der alte Zerschlagene verschwunden, war auf die andere Seite gewechselt und spann mit den Anführern der Aldor und der Seher Intrigen für den Niedergang des Schwarzen Tempels. Es schien, dass dieses Gerücht stimmte. Der Zorn seines inneren Dämons köchelte in Wandel hoch. Flackernde Erinnerungen an Schlachten und Morde stiegen in ihm auf. Er unterdrückte sie immerhin mühelos. Ein wenig Zorn blieb, als er beobachtete, wie die angreifende Truppe sich sammelten. Diese Narren. War ihnen nicht klar, was hier los war? Sie dachten, sie seien gekommen, um den Dämonenherrscher der Schermwelt anzugreifen. Sie hatten ja keine Ahnung. Ah, aber es war leicht genug, diesen Fehler zu begehen. Wandel sah zu den gebundenen Dämonen, die den Tempel verteidigten, und erkannte, warum die Angreifer so dachten. Elidan hatte sich nie die Zeit genommen, irgendjemanden außerhalb seines unmittelbaren Kreises seine Ziele zu erklären. Nicht, dass es eine Rolle gespielt hätte, selbst wenn er es getan hätte, ihm hätte wohl ohnehin niemand geglaubt. Sie hätten einfach gedacht, das wäre ein Teil eines schlauen Plans. Vielleicht war es das wirklich. Selbst jetzt, nach allem, was Wandel gesehen, nach allem, was er getan hatte, und nach allem, was er durchgemacht hatte, war er sich dessen nicht mehr sicher. Wer wusste wirklich, was im Kopf des Verräters vor sich ging? Wandel trank noch einen Schluck Ethamid und beobachtete, wie eine flammende Explosion von Magie auf die Schutzzauber der Mauern abgefeuert wurde. Wie lange würde es dauern, bis die Dämonenjäger in den Kampf geschickt werden würden? Akama führte seine kleine Streitmacht zu den Mauern des Tempels von Karabor. In der Ferne kämpfte Maiv darum, das dämonische Portal zu schließen. Er betete, dass sie Erfolg haben würde, zumindest so lange, wie er und seine Gefährten brauchen würden, um den Tempel zu betreten. Um sie herum kämpften Dämonen mit Dienern des Lichtes. Hinter sie spürte er die herzzerreißende Präsenz des Naro. Es erinnerte ihn an all das, dem er den Rücken gekehrt hatte, als er in den Dienst des Verräters getreten war, all das, was er verloren hatte und wiederzugewinnen hoffte. Er betrachtete die eifrigen Gesichter seiner Verbündeten von Azeroth, die vertrauensvollen Mienen seiner zerschlagenen Leibwächter. Er inspizierte die leeren Stellen in sich selbst, an denen einst Fragmente seiner Seele gewesen waren. Er hatte sich so lange nicht mehr ganz gefühlt. Er würde lieber sterben, als so weiterzumachen.
Was gut war, denn genau das würde geschehen, wenn die Dinge schiefgingen. Tatsächlich wäre das das Beste, was dann geschehen könnte. Trotzdem, in diesen letzten Monaten war der Fürst der Scherbenwelt abgelenkt gewesen, verstrickt in seine wahnsinnigen, grandiosen Plan, falls es wirklich ein Plan war. Akama war sich noch immer nicht sicher, ob der Verräter es ernst damit meinte, ein Tor nach Argos öffnen zu wollen, oder ob das alles nur ein Teil eines riesigen Täuschungsmanövers war. Da Illidan die Gefangennahme Miles benutzt hatte, um die Öffnung des Portals nach Nathresa zu verbergen, war Akama nicht geneigt, irgendetwas, das er sagte, einfach zu glauben. Akama erinnerte sich an all die Zerschlagenen und Draenei, die bei der Öffnung dieses Portals erschlagen worden waren, ihre Seelen verzehrt, und an all die Draenei-Seelen, denen in Orchidion das gleiche Schicksal widerfahren war. Er würde Illidan keine Chance geben, diese Gräuel zu wiederholen. Teufelsstahlregel und Schutzzauber beschützten den Zugang zum Abwasserausfluss. Dies waren noch die geringsten Verteidigungsmaßnahmen. Viel Schlimmeres lag dahinter. Akama wirkte den Zauber, der ihnen den Weg öffnen würde, und trat ein. Vor ihnen lag die Kanalisation des Schwarzen Tempels. Der Pfad führte hinauf durch einen langen, steinigen Höhlenweg und mündete in ein Gewölbe voller Elementaren und Nagas. Irgendwo in der Ferne hörte er das Brüllen des Naga-Champions und obersten Kriegsfürsten Ajentus. Er hoffte, dass seine Leute bereit waren. Als sein Geist über das Muster schwebte, nahm Illidan ein Hämmern an der Tür seines Sanktums wahr und eine weibliche Stimme, die nach seiner Aufmerksamkeit schrie. Obwohl sein Körper unter ihm lag, konnte er sie mit seinen Ohren noch hören. Er ließ seinen Geist in seinen Leib zurückfallen und betrachtete seine Umgebung. Er sprach die Worte des Öffnens, und das Siegel am Eingang wurde entfernt. Lady Malande stand vor ihm und betrachtete das gewaltige Muster mit so etwas wie Staunen in den Augen. Fistilidan, sagte sie. Eine feindliche Streitmacht steht innerhalb der Tore. Der oberste Kriegsfürst Nyantos ist am Eingang zur Kanalisation gefallen. Der Feind rückt vor. Illidan brauchte einige Augenblicke, um ihre Worte wirklich zu verstehen. Nyantos war mit einer kleinen Armee ausgeschickt worden, um über den versiegelten Eingang zur Kanalisation zu wachen. Illidan hatte Verstärkung geschickt. Der Naga-Champion und seine Streitkräfte hätten in der Lage sein müssen, eine Legion abzuwehren. Irgendetwas war ganz und gar falsch gelaufen. Verrat. Der Tempel war von innen heraus verraten worden. Vielleicht waren es die Blutelfen oder Akamas Leute. Es sah aus, als wäre die Zeit abgelaufen. Illidan griff nach dem Schädel Guldans. Guldans Lächeln verspottete ihn einmal mehr. Es gab nur eines zu tun. Er würde die Macht des Seelengefäßes brauchen. Das Seelengefäß konnte noch immer für eine Sache benutzt werden.